Oh, der Rest ist nur Sklaven. Okay. Auch gut. Das Gemeine ist, ich habe immer noch keine Map von dieser Gegend. Oh. Kannst du erahnen, wer ich bin? Tipp, ich habe keine 6 Gesichter, nur 3. Ah, okay. Oh. Okay, so können die Knöpfe hier auch aussehen. Auch gut. Wattierte Stiefel des Zauberkünstlers. Ach, das war das, was ich von da oben aus gesehen habe. Ah. Ja, okay. Männer für Serikal. So rum. Ja, das war das hier. Okay. Wenn man ein bisschen aufpasst, dann kommt man auch auf sowas. Ja, das war der Weg zum Ratten. Obermacker. Und hier war nichts mehr. Das kann man nicht drücken. Nee. Nee. Dann zum Rattenobermacker. Ja. So. Ah ja, stimmt, der Schlagrausch ist das, was ich blocken sollte eigentlich. Ich weiß gar nicht mehr, ob er Fähigkeiten hatte, bei denen ich ausweichen musste. Doppelschlag. Schlagrausch, genau, den blocken. Also die Rattling-Dinger sind nicht wirklich stark. Ach, die Beinschienen, da brauchen wir nicht. Warum habe ich das Gefühl, dass das hinter mir Zufall fällt, wenn ich reingehe? Oh. Fermentierter Rum, Käse und Stück Käse. Ah, wir haben schon so viel Käse hier. Ja, war gut, dass ich das Brot langsam verfuttere. Also noch fällt hier nichts zu. Ach, da ist unser Drache wieder. 25% Feuerresistenz hat er. Gut, den Tierfluch konnte ich aufhalten. Dann gebe ich dem mal eine volle Breitseite. So viel Schamanen können etwas lästig werden. Ja.
Okay. Der ist auch nicht so wirklich berauschend. Also ja, da habe ich den Drachen das erste Mal gesehen, hier drüben. Und jetzt bin ich hier drüben, hier sehe ich ihn zum zweiten Mal. Ich sehe bis jetzt aber keinen Weg zu ihm rein oder raus oder sonst was. Ah. Was? Achso, da geht's weiter. Ich könnte hier runterspringen. Karte! Endlich eine Karte. Yay. Also ja, ich könnte jetzt hier runterspringen. Und mir alles noch ansehen, was noch so fehlt. Ja, da oben war ich schon mal. Das ist nämlich hier oben. Moment, war ich dann hier oben eigentlich schon? Okay, das ist jetzt die erste gute Frage. Aber das können wir ja überprüfen. Weil das ist über uns auf jeden Fall. Das ist jetzt unter uns. Hier haben wir die Aufnahmesession gestartet, diese. Ha, interessant. Da müssen wir aber noch eins höher oder tiefer. Müssen wir wieder runter, so wie es aussieht. Da ist der Rätselraum. Halt, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Aber das kann man ja ändern. Ja, hier drüben hoch. Ach ja, okay. Das war der Raum, wo ich gesagt habe, es wird lustig, weil da oben ist ein Teleporter. Mhm. Das heißt, wir haben nur einen Einblick und so wie es aussieht, kommen wir auch bald in den Raum. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier irgendwie wieder nach da drüben kommen. So, das heißt jetzt wieder hier hoch. Darüber. Darüber. Das war der Rätselraum. Also der Puzzle Room oder wie man sie auch immer nennt. So, jetzt kommt die interessante Frage. Ah, hier ist der Knopf. Okay. Was haben wir hier? Metallenes Schmuckstück des Zauberkünstlers, legendär sogar. Hm. Silastra soll das haben. Auch wenn sie dadurch zur Ausdauer einbüßt, aber ihre anderen Sachen gehen hoch. Gut, okay, das war das.
Hier waren wir auch überall. Hier haben wir gegen die Echsenmenschen und gegen die Trolle. Also hier gegen die Trolle, hier gegen die Echsenmenschen gekämpft. Da war die Fake-Wand. Und ja, hier ist der Raum, wo wir gegen die ganzen Rattenschützen gekämpft haben. Hier kann ich rüber. Ja, und sogar den Raum dürfte ich ziemlich ganz aufdecken können. Hier stehe ich safe gerade. Ne, ich kann da in die Lava. Okay, das ist jetzt sehr waghalsig, was ich gerade gleich mache. Hey, es hat aber funktioniert irgendwie. Okay, da war ein Teleporter und ein kleines Secret. So, okay, den Weg kann ich auch normal nehmen. Jetzt bin ich wieder gnadenlos überladen. Macht nichts, wir können hier ja... Genau, hier gab es einen Weg. Ein Einwegweg, der war hier in der Nische. Hier hatten wir das Versteck und ja, laden wir hier die Schilde ab, die wiegen ja auch was. So. Das heißt, wir haben hier noch das Licht aufgedeckt, hier gibt es nichts zu sehen. Hier gibt es nur den Boss zu sehen, der 25% weniger Schaden durch meine Feuer nimmt, was nicht gerade gut ist. Was ist da oben? Auf jeden Fall ein Teleporter. Oh, Drachlinge. Wow. Relaxt mal. Euch nicht. Nehmt ihr eigentlich auch weniger Feuerschaden? Ich hoffe mal nicht. Also ja, Drachenfledermäuse sind das. Falltür.
Ah, da hinten. Oh, shit. Okay, da sind sie. Bomben wir sie zu. Dich noch weg. Oh, ein Zauberbuch. Und ja, da haben wir reinglotzen können. Aber was ich mich jetzt allerdings frage, ist, wie geht die Falltür zu? Flotsch so nicht. Na, dann gehen wir mal jede Mauer ab. Gucken, ob hier irgendwo ein Hebel ist. Hier habe ich den Trank rausgenommen. Da bin ich reingekommen. Okay. Jetzt die Innenseite, kein Hebel. Oh, du meine Güte. Ach, das sind große, okay. Gut, die sind im Fall für sich, aber sie sind eigentlich nicht so gefährlich wie die kleinen. Ah, ihr Feueratem, der dauert etwas länger, bis er gecharged ist. Er tut zwar mehr weh, aber es sind nur zwei, keine vier. Und ja, sie sterben leichter. Definitiv. So, ich würde mal sagen, wir können ja noch hier die Stufen hochgehen. Wir müssen jetzt eine Art Pyramide erklimmen. Yay!
Gut. Können wir hier an der Stelle speichern. Das wäre dann LP 025. 025. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.